Pilzgrotte. Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Yoshi's Island. Ich bin Questmaster Ike und gehe in die Röhre rein. Warum ich jetzt so sehr... Oh, oh shit! Und das hat mir mein schönes Intro versaut. Oh, verdammt. Auf jeden Fall, ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Part von Yoshi's Island. Super Mario World 2 auch genannt. Ich weiß auch nicht, warum ich in letzter Zeit ultra abgehackt rede, aber naja, in letzter Zeit ist es einfach so, keine Ahnung, vielleicht hatte ich einen kleinen Schlaganfall oder so. Oh mein Gott, schau es dir an, es sieht aus wie, wenn man es essen kann. Oh, das ist so gut. Auf jeden Fall, ich habe ein bisschen noch an meiner Audioqualität gearbeitet. Das hoffe ich also, dass die in diesem Part um einiges besser sein wird als das letzte Mal, weil ich muss auch sagen, es war ein bisschen zu laut meiner Meinung nach. Und dadurch hat man mich sehr schlecht verstanden, vor allem gegen Ende. Das war sehr schlecht, wenn da die Zielauswertung kam. Das war echt nicht so mega gut. Und da muss ich selber sagen, ja, das hat mir nicht so ganz gefallen. Deshalb verstehe ich es, wenn die Leute mich nicht wegen diesem letzten Part abonnieren. Aber wegen diesem hier. Einfach auch wegen diesem Epic Jump. Gott, bin ich halt geil. Was sagst denn du? Es gibt zwei Arten, ein Ei zu schießen. Einfach oder schwierig? Nein. Schwierig wäre, wenn, naja... Man kann das ja hier so festhalten. Auf jeden Fall, das geht mit der L-Taste. Oder ich glaube, das Schießen, das wäre, wenn ich halt dann von der Schusstaste runtergehe. Dann tut er automatisch. Im Moment tut er einfach, wenn ich einmal drauf drücke, dann kommt das Fadenkreuz. Und wenn ich da noch ein zweites Mal drauf drücke, dann schießt er endlich ab. Moment, das kann man auch falsch verstehen. Oh mein Gott. Deutsche Let's Player sind relativ pervers, habe ich irgendwann mal festgestellt. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist einfach so. Oh, Double Kill. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall mal hier in den Checkpoint. Denn dadurch bekommen wir vielleicht noch irgendwo ein paar Sternpunkte von Gegnern. Aber dem ist gerade nicht so. Oh, den kann ich da oben rein. Das hier sind Sternpunkte. Die sind auch perfekt gelandet. Und da oben war noch der Schlüssel. Was jetzt ein Schlüssel ist, das kann ich euch gleich erklären. Vielleicht ein paar Leute, die haben es schon gesehen. Unten war irgendwo war eine Schlüsseltür, beziehungsweise eine Tür, wo ein Schlüssel drauf ist. Das sind so kleine Minigames innerhalb des Spiels. Alle sauschwer, ich kann sie alle. Doch, ein paar kann ich. Aber das hier in dieser Welt, das kann ich nicht. Und jetzt wurden wir zum ersten Mal getroffen, glaube ich, mit unserem... Ding. Ja, mit unserem Ding wurden wir getroffen. Wow, Questmaster, du bist heute richtig gut drauf. Aber ich bin ein hellgrünes... Faltenblind bin ich heute auch. Ich bin ein hellblaues Yoshi. Yay. Auf jeden Fall. Die Minigames sind relativ schwer. Es gibt, glaube ich, in jeder Welt gibt es auch dann jeweils unterschiedliche. Und in der ersten Welt, das ist irgendwie schwer. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum ich es schwer empfinde. Wahrscheinlich, weil ich einfach die Controls einfach nicht in diesem Spiel verstehe. Oder was weiß denn ich? Auf jeden Fall ist es sauschwer und ihr werdet mich gleich richtig hart failen sehen. Aber zuerst will ich hier runter und will mal noch diese Blume hier holen. Und die zwei roten Münzen. Weil es geht ja immer in jedem Level darum, für die Leute, die jetzt erst einschalten, dass man in jedem Level die 100 Punkte voll machen muss. Und die Ausrechnung seht ihr dann am Ende dieses Levels. Und hier gehen wir jetzt auf jeden Fall in dieses Minispielhaus. Episch öffnet sich die Tür. Ballonduell. Um deinen Gegner den Ballon zuwerfen zu können. Ja, ich komme immer noch neben mir in den Control zurecht. Musst du in einer bestimmten Zeit die angegebene Tastaturkombination drücken. Platzt der Ballon bei deinem Gegner, hast du gewonnen. Und erhältst einen Gegenstand. Das können wir eh ganz vergessen, dass ich das jetzt packe. Das ist jetzt einfach nur ein Zeitpuffer. Damit die Folge nicht sofort rum ist. So, jetzt weiß ich auch endlich, wo die Tasten sind. Und wir haben B, A, links, A. Shit. Shit. Oh mein Gott. Wenn ich das gewinne, dann schrei ich.
dann schreie ich echt richtig hart. Dann müsst ihr echt aufpassen. Shit! Nein! Oh, und jetzt macht er das ultra schnell, damit ich da wieder... Wow! 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 Ich hab gewonnen! Wow! Wow! Shit! Das war echt verdammt laut. Das wollte ich wirklich nicht mehr, dass das so... Oh, shit! Oh, mein... Oh! Oh! Frust essen! Geil. Ah, jetzt muss ich schlafen. Oh mein Gott. Ich dachte nicht, dass das wirklich klar... Oh, ne, 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 ne. Ah, ne, 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 ne. Ich wusste auch nicht, dass das an den Samen hier passiert. Aber hier können wir jetzt frei mal unsere... Und wenn wir es jetzt auch schlau anstellen... Ja, hier sind welche drin. Und schon haben wir wieder 30. Diese Kisten tun zum Glück immer wieder respawnen. Das ist sehr gut, weil man hat ja gesehen, ich war ja ich hatte sie vorhin eigentlich schon mal eingesammelt und Eier können wir keine gebrauchen. Ich hasse Eier. Ich habe zwar welche, aber ich hasse sie. Oh, no, 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 no. Samen. Samen auf Doom. Samen auf Doom. Sperma. Wow, ich stelle in letzter Zeit echt fest. War das jetzt normal? Ah, nee. Ich dachte schon eben, das wäre das Blümchen gewesen. Zudem gibt es auch noch in einigen Leveln, nicht unbedingt in allen, gibt es aber solche geheimen Fragezeichen. Naja, was macht diese so geheim? Dass sie so komisch geheim sind und versteckt sind. Wenn man die abschießt, dann geschieht einiges. Nicht unbedingt, dass jetzt eine Blume auftaucht, aber man kann manchmal Leben bekommen oder extra Sternchen. Das kann immer mal passieren oder manchmal kommt auch ein roter Schalter dabei raus, wie in Super Mario World 1. Und dann erscheint hier so ein kleiner roter Pfeil. Das ist wie eine Röhre am Anfang des Levels gesehen. Und das sind auch solche kleine Bonus-Levels, aber größtenteils eigentlich immer nur dafür gedacht, um Münzen zu bekommen. Und mit Münzen, natürlich mit 100 Münzen, bekommt man ein Leben. Wie so ziemlich in jedem Super Mario. Es sei denn in Super Mario 64, Mario Sunshine und Mario Galaxy nicht. Da gibt es, glaube ich, nicht mehr in den Leveln 100 Münzen, um einen Stern oder Schein zu bekommen. Oh mein Gott, ich hoffe, mir konnte jetzt irgendjemand noch folgen, weil ich glaube, ich habe mich selber während dem Satz verloren. Das ist ein relativ schwieriger Sprung. Und ihr habt es gehört, wir haben alle roten Münzen in diesem Level. Dementsprechend gucke ich auch jetzt, dass ich schnell ohne Schaden rauskomme. Wir haben alles. Yes, wir können raus. Diese Episode wird auch lange nicht so lang wie die anderen. Naja, die andere war auch, glaube ich, nur eine halbe Stunde maximal. Das geht noch, das ist relativ normal. Und jetzt stirbst du. Ich hab's dir doch gesagt in der ersten Episode. Fick dich, hau ab, Bitch. Ich spring lieber, falls da doch noch irgendetwas kommt. Ding. Vorhin habe ich ein Level gereplayed und da durfte ich ein Minigame machen. Da habe ich auch zwei Leben verdient. Aber irgendwie kam das gerade jetzt nicht so, wie ich wollte. Questmaster Egg ist der Beste. Abonniert mich jetzt. Ich singe in letzter Zeit so scheiße schwul daneben. Bam, bam, bam. Wie schon erwähnt, gibt es in jeder Welt 8 Level. Und jede vierte Welt enthält einen Boss. Das heißt, das vierte Level ist der Miniboss und das 8. Level ist der Hauptboss der Welt. Das ist ziemlich cool. Dadurch werden wir jede zweite Folge die Gelegenheit bekommen, einen Boss zu besiegen. In diesem Fall ist es ein Typ mit Hosen. Es ist Xilliboss Festung. Lasst einfach jetzt mal diese Musik auf euch wirken. Wow, Yoshi kann nicht langsam rennen. Yoshi rennt einfach direkt immer los. Ich finde diese Musik in den Tempeln, kann man das nennen? Es sind einfach Festungen. Die Festungen, die finde ich wirklich extrem gut. Und da müsst ihr mir auch mal sagen, was ihr davon haltet. Weil einige von euch haben bestimmt Yoshi's Island irgendwann mal gespielt und wenn, dann Super Mario World. Ihr müsst mir einfach mal sagen, was ihr davon haltet, weil ich finde es wirklich richtig cool. Aber mit diesen Bossen
Und hier auch dann in diesem Spiel doppelt so viele. Naja, nicht unbedingt doppelt so viele. Es gibt, glaube ich, weniger Welten. Dementsprechend gibt es auch... Ja, naja. Es gibt auf jeden Fall weniger Welten. Dementsprechend gibt es aber auch mehr Bosse. Hm. Man kann entscheiden, was jetzt entscheidender ist. Da oben, diese Blöcke, die haben solche kleine Cracks. Da kann man jetzt einfach... Cracks, es tut mir leid. Es sind... Was sind das eigentlich? Es sind so kleine Kratzer drin. Und da können wir mit unseren Super-Ultra-Mega-Eiern, natürlich, die wir hinter uns hertragen, nicht zwischen den Beinen tragen, können wir diese zerstören. Die, Slut! So, und der geht jetzt total in Rage, weil ich seinen kleinen Bruder getötet habe. Diese Gegner tun eigentlich immer in Paaren auftreten. Aber das ist auch gleichzeitig... Na, ich tue es noch nicht spoilern. Ich dachte schon, ich sage jetzt irgendwas, aber nein. Das sind auf jeden Fall Xerebos. Dementsprechend heißt die Festung auch Xerebos Festung. Oh, na, da oben geht mal zwar ein Sternchen verloren, aber das macht ja nichts. Es kommt auf jeden Fall noch ein Sternkreis, womit wir dann 10 extra Sternchen bekommen. Und das ist auch, naja, nicht unbedingt nötig in diesem Level, aber es ist auf jeden Fall ganz schön. Damit haben wir den Checkpoint erreicht. Diese, da hinten sind natürlich diese komischen Lava-Dinger geploppt. Warum ich jetzt ein Ei verschossen habe, weiß ich nicht. Aber um uns jetzt daran zu erinnern, gehe ich jetzt in Eierproduktion. Wenn ihr euch jetzt alle wieder wundert, was ich hier mache... Ich tue kacken. Nein, ich habe mir jetzt aus meinen ganzen grünen Eiern und gelben Eiern, habe ich mir alles rote Eier gemacht. Wie in der ersten Episode ja schon erwähnt, sind die roten Eier so ziemlich das Beste, was ihr haben könnt. Wenn die nämlich an etwas zerplatzen, lassen sie 2 Sternchen fallen. Und wie ihr wisst, Sternchen können wir immer gebrauchen. Dementsprechend sind jetzt da 2 Münzen rausgekommen, weil ich eben schon 30 Sternchen habe. Da wir 2 Eier wieder verschossen haben, brauche ich wieder 2 weitere. Und das ist eines der coolsten Elemente für mich in diesem Spiel. Man tut ein paar Fragezeichen, die so ziemlich überall in diesem Spiel vorkommen. Und sie machen einfach alle was unterschiedlich. Zum Beispiel lassen sie hier eine Brücke entstehen oder im ersten lassen sie eine Treppe entstehen. Es ist so cool, was sie in diesem Spiel damit machen können. In den späteren Levels gibt es da auch kleinere Rätsel. Wow, shit! Woher kam der jetzt? Hey! Spätestens jetzt sind wir froh, dass wir... rote Eier dabei haben. Oh, die ist schwer. Und die hier oben, naja, dafür muss man da unten ein bisschen gewagt vorgehen. Das war jetzt ziemlich viel Jump-Run-Action. Und hier habe ich immer Angst zu sterben. Weil das ist auch ein gewisser... schwieriger Part. Kann man hier... Oh ja, man kann da rein. Allerdings gibt es hier unten, soviel ich weiß, wirklich nur Münzen. Und Münzen sind jetzt nicht so das Hochattraktive. Komm her, ich sammle ein paar Münzen. Aber das war's schon. Jetzt gucken wir, dass wir rauskommen mit einem weiteren Leben. Da ich jetzt ziemlich viel Lust habe auf Yoshi's Island, würde ich sagen, dass ich danach direkt noch eine Folge aufnehme. Das ist natürlich dann unabhängig davon, welche oder... dass jetzt dann möglichst bald wieder Yoshi's Island kommt. Na, das möchte ich eigentlich alles freigestalten. Worauf ich Lust habe, das tue ich dann mal gerade spielen. Wenn ich mal mehr Bock habe auf Zelda, dann kommt mehr Zelda. Und wenn ich mehr Bock habe auf das dritte Projekt, was natürlich bis jetzt immer noch nicht released ist. Weil ich muss da echt sagen, ich würde es saugern machen, aber ich habe da echt technische Probleme. Ich dachte, ich mache es. Dann ist aber das immer doof mit den Nintendo 64 Emulatoren. Dass die einfach richtig kacke manchmal zu emulieren sind und einfach nur noch knacken. Das ist halt einfach irgendwie doof. Das kam wahrscheinlich damals auf den alten Fernsehern, kam das gar nicht mal zu schlimm, weil die ja so oder so geknackt haben. Die. Wow, das waren viele. Aber da, kurz vor dem Boss ist eh noch ein Speicherpunkt. Dementsprechend hätte das nicht viel ausgemacht. Oh Gott, habe ich 4 Eier? Nee, ich glaube, ich habe nur 3. Ich habe nur 3 Eier, weil ich ja eins für den Skillshot
Ah, ich hatte ja eins für den verbraucht. Dementsprechend hatte ich zu wenig Eier, denn diesen brauch. Braum? Ja, super. Questmaster Ike, du bist heute genial. In diesem Raum brauchen wir 4 Eier, denn da müssen wir nämlich hier diese alle einen zerstören. Und dann entsteht da eine Blume, die ihr natürlich nicht gesehen habt, weil ich mal wieder zu schnell bin für diese Welt. Dammit! Ich sollte mich wohl schämen, aber nein, tue ich nicht. Wow, wow, dat. Hihi, Blümchen. Danke, ich habe ein Blümchen gekackt. Und hier sind wir schon bei der Endgegnertür. In Super Mario 64 war die natürlich ein bisschen größer, aber das ist auch eigentlich ein kleineres Spiel, weil hier Super Mario kleiner ist und wir eher Super Yoshi spielen. Yoshi ist der beste Charakter aller Zeiten. Dementsprechend gehen wir jetzt zu unserem ersten Miniboss. Wieder so ein Scheißvieh. Hey, Yoshi, willst du dem Baby wirklich helfen? Dann zieh diesem Gegner erstmal die Hosen aus. Wow, warum? Willst du, dass ich bang, bang, bangidi bang mit ihm mach? Nein, tue ich nicht. Aber schön, dass er mir erzählt, wie ich diesen Gegner besiegen soll. Oh ja. Oh, ich habe ja gar keine Eier mehr. Warum habe ich keine Eier mehr? Dammit. Oh, warum mache ich das alles immer schwerer, als es sein muss? Vielen Dank. Komm, ich lutsch dich. Hm? Ja, komm her. Oh, shit. Fuck. No. Moment. Das geht noch irgendwie. Das geht noch irgendwie. Das geht noch. Das geht. Da brauche ich aber ein bisschen Konzentration für. Man kann dieses Level immer noch packen. Und zwar so! Sternchen? Sind da hinten jetzt irgendwo Sternchen? Ja, das sind Sternchen! Ah, man kann es irgendwie schaffen. Es geht! Oh Gott, diese Musik ist jetzt eigentlich so passend dafür. So. Ja! Oh! Oh Gott, dafür will ich einen Let's Player of the World Award. Oh Gott. Ah, hau ab! Ah. Toll, mein letztes Sternchen tut da hinten rum. Tanzen. Okay, gut. Ich habe nicht mehr viel Treffer übrig. Dann verliert er schon die Hosen. Oh! Warum? Warum fällst du in dieses Scheißloch, du Wichser? Danke! Vielen Dank! Die Slut! Oh. Oh mein Gott. Du bist ja eine Frau. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Nein, tut man nicht. Oh mein Gott, warum ist er in dieses Loch gefallen? Schweiß! Ich habe keine Ahnung, warum mir jetzt Schweiß aus dem Mund kam. Das habe ich jetzt überhaupt keine Ahnung. Dammit! Unser erstes Level ist mit 93 Punkten beendet. Naja. Doch ja, das erste Level, das unter 100 Punkte hat. Verdammt, es gibt noch einige und wie ich ja gesagt habe, es kommt mehr auf die Münzen und die Blumen an. Dementsprechend hoffe ich auch, dass ich euch heute wieder gefallen hat bei Yoshi's Island. Naja, mehr gibt's da nicht zu sagen. Ich wollte schon sagen, Yoshi's Island 3DS oder irgendwas. Aber nein, wir haben an das lilane Yoshi weitergegeben und machen das nächste Mal weiter mit Level 1.5. Irgendwas mit Donut ist das, glaube ich. Auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal Donuts sehen wollt und mehr von Questmaster Ike, dann schaut das nächste Mal rein, damit ihr auch keine Folge verpasst. Abonniert mich und bis zum nächsten Mal. Ciao!